Nach Abzug der spanischen Kolonialmacht wurde Westsahara 1972 völkerrechtsfeindlich von Marokko besetzt. Im nachfolgenden Kriegsgeschehen floh ein Teil der Bevölkerung ins benachbarte Algerien. Die Saharauis gewannen jedoch einen Teil ihres Territoriums zurück. Daraufhin errichtete Marokko eine 2600 Kilometer lange verminte Mauer quer durch das Land. Sie trennt die Menschen in den Flüchtlingslagern von ihren Familien und ihrer Heimat. Bis heute ringen die Saharauis vergeblich um ein freies, unabhängiges und ungeteiltes Westsahara. Was hast du für eine Erwartung von dieser Reise? Das kann ich schwer sagen. Ich wollte immer schon mal dorthin, wo ich herkomme. Aber wie ich dann damit umgehe, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Je suis blessé dans la guerre entre le Polisario et le Maroc. Oui. C'est à cause d'une mine. Je suis dans une voiture. Oui. Et je suis. Nous avons passé sur les mines. Il s'est éclaté avec. Il était marché par les pieds, trois doigts, et la figure. Et les deux pieds? Les deux, oui, je l'ai gardé. Mohamed, Migui, Khan. 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 Okay. Merci. Saharaui. Toi? Il a dit Loud. Et toi, tu es Saharaui? Oui. Tu restes ici. Ah, pars pas. Ok. Die Mama hat die Wüste geliebt, oder? Ja. Sie hat die Wüste und alle Menschen hier über alles geliebt. So wie später dich. The wall of shame. Film and you can see what's happening, and the story will tell you what's happened. Look, now it's explode. But like there's some picture we can't show them in the film because this was the mine. Yeah, and the boy lost blood, his shape. Yeah, and the boys still like he felt down on the ground, and we don't want to show that. Normalerweise bei den Nomaden, wenn so ein Tag auftritt,
dann sammeln die Leute alle ihre Hirte, ihre Kamele, damit sie nicht weglaufen, weil heute, genau. Und das macht man auch mit kleinen Kindern, die gehen nicht in die Schule, wenn es so stark ist, anstürmt. Wo die Menschen verloren gehen, keine Finde mehr. Wo man die Nebel bei genau. ما افطر فيك ولا عيال وشكرا على انك ذيك الساعه جيتينا مع منتك اللي كانت حتى هي قابضه نفس المواقف ولكن منين مولي توفات الله يرحمها جبتي مولي ولدها اياك واصل المسيره شكرا يا اريكا شكرا يا اريكا لانك اعطيتي المثال على التحمل والصبر والمعاناة والمواصلة والاستمرارية. Ich arbeite, was du schon gesagt hast, für die sarauische Gesellschaft und meine Tochter hat aufgezogen einen sarauischen Menschen. Er ist mein Enkelsohn. So hast du ausgeschaut in der Managetta-Gasse in Grinzing in der Volksschule. Da bin ich oft mit der Anna, habe ich dich abgeholt. Ja, ja. Ja, der hat was von dir. Der kleine Streber da vorne nicht. Nein, das Gegenteil von mir. Also hier hätte ich auch in die Schule gehen können vielleicht. Ja. Gehst du mal so neben mich? So. Na, vielleicht fällt doch eine Treppe runter, dann schaut das, weil du so groß bist. Ich weiß, habe ich mir gedacht. Und er hat uns gesagt, wir sollen mit langsamem Schritt so gehen. Das hat er gedreht. Machen wir das mal kurz? Gerne. Einfach zur Erinnerung. Das war ich, die Anna, unsere Isi und die Christine. Wow. Wir sind langsam so rübergegangen. Das war für den Antonio damals eine tolle Einstellung. Ja. Und schau, jetzt siehst du hier genau diese Bühne. Die haben so getanzt, die Frauen, und da haben sie immer so solche Bewegungen gemacht. So. Und die Ma, die Anna, die konnte das so gut. So. نبغي نبغي سحرة سحرة أنا نبغي سحرة أنا نبغي السحرة أنا نبغي السحرة أنا
Die Situation der saharauischen Menschen hat sich bis heute nicht verändert. Im besetzten Westsahara sind sie marokkanischen Repressalien ausgesetzt. Verhaftungen, Gefängnis, Folter. In den Flüchtlingslagern fehlt den Menschen jegliche Perspektive. Möge das völkerrechtsfeindliche Vorgehen Marokkos mit Hilfe der UNO beendet und ein freies Westsahara wiederhergestellt werden.